Es gibt sehr viele Wege, wie Menschen untereinander kommunizieren. In dem heutigen Video möchte ich dir Paul Watzlawick und sein Kommunikationsmodell vorstellen und dabei gehe ich insbesondere darauf ein, welche Annahmen er festgelegt hat und wann es zu Störungen in einer Kommunikation kommen kann. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich für die Erziehung und die Arbeit mit Kindern interessierst, dann lade ich dich dazu ein, den Kanal zu abonnieren und mich auf meiner Reise zu begleiten. So fangen wir auch direkt an und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wer ist eigentlich Paul Watzlawick? Paul Watzlawick war einer der bekanntesten Kommunikationswissenschaftler, Psychologen und Sozialwissenschaftler seiner Zeit. Er befasste sich intensiv damit, die Kommunikationsprozesse zwischen Menschen zu analysieren und zu verbessern. Watzlawick beschäftigte sich dann mit der Frage, warum Menschen eigentlich in Streit geraten und wie man solche Probleme vermeiden könnte. Dabei stellte er keine Theorie auf, sondern bestimmte Annahmen, die uns in der Kommunikation helfen sollen, die er dann in den 5 Axiomen darlegte, die ich dir nun vorstellen werde. Wie lauten die 5 Axiome? Axiom Nummer 1. In einer sozialen Situation kann man nicht kommunizieren. Ich denke, diesen Satz haben von euch schon ganz viele gehört, denn sobald man sich in einer sozialen Interaktion und Kommunikation befindet, wird immer kommuniziert. Jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter, weshalb es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, auch dann, wenn ich nicht kommunizieren möchte. Denn neben der verbalen Kommunikation der Sprache kann ich auch über meine nonverbale Ebene durch meine Mimik oder Gestik kommunizieren. Eine Kommunikation ist also dann erfolgreich, wenn sich beide Kommunikationspartner darüber im Klaren sind, dass sie zu jeder Zeit kommunizieren. Ist das nicht der Fall, so kann es zu Störungen unter den Kommunikationspartnern kommen. Wie aber können sich solche Störungen zeigen. Hier ein paar Beispiele für euch. Wenn ich meinen Gesprächspartner ignoriere oder auch den Raum verlasse, signalisiere ich, dass ich an der Kommunikation nicht interessiert bin und beende diese somit einseitig. Außerdem liegt ein Verstoß vor, wenn ich die Aussagen meines Partners nicht ernst nehme oder sie sogar entwerte oder einfach das Thema wechsle, weil es mich nicht interessiert. In diesem Fall signalisiere ich zudem keine wertschätzende Haltung dem Partner gegenüber. Oder ich täusche lieber andere Symptome vor wie Müdigkeit, Kopfschmerz oder Fieber. Ach, mir geht's nicht gut. Ich habe einen schlechten Tag heute. Nur damit ich der Kommunikation entfliehen kann, was dann aber das grundlegende Problem auch nicht löst. Also du merkst sicherlich schon, in allen dieser Fälle findet die Kommunikation trotzdem statt, denn jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter. Egal, ob ich meinem Partner entfliehe, Situationen oder Aussagen entwerte oder sie ignoriere. Denn dadurch teile ich auch meinem Kommunikationspartner etwas mit. Und so kann es dann zu Konflikten kommen. Axiom Nummer 2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das bedeutet, in einem Gespräch kommt es nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch, wie man etwas sagt. Das Was einer Mitteilung wird als Inhaltsaspekt bezeichnet und stellt die sachliche Information einer Mitteilung dar. Und das Wie einer Mitteilung wird als der Beziehungsaspekt bezeichnet und stellt das Verhältnis von Sender und Empfänger zueinander dar. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Beziehungsaspekt immer vor dem Inhaltsaspekt kommt. Also wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Kommunikationspartner habe, so wird der Inhalt eher auch positiv aufgenommen. Habe ich allerdings eine schlechte Beziehung zu meinem Partner, so kommt es zu Störungen und der Erfolg in der Kommunikation kann nicht gewährleistet sein. Daher ist eine positive emotionale Beziehung ausschlaggebend für den Erfolg in der Kommunikation. Sind sich aber beide Kommunikationspartner sowohl auf der Inhalts- und auf der Beziehungsebene uneinig, so kann es zu Störungen kommen. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine negative Beziehung auf die Inhaltsebene ausgetragen wird. Wenn mein Kommunikationspartner mich sowieso nicht leiden kann und mir deswegen gar nicht zuhört oder auch mich nicht ernst nimmt. So kann auch keine klare Kommunikation erfolgen, da erst einmal die Uneinigkeiten auf der Inhaltsebene gelöst werden müssen. Also eine gemeinsame Lösung muss gefunden werden. Axiom Nummer 3. In einem Kommunikationsablauf ist das Verhalten des Einzelnen sowohl Reiz als auch Reaktion auf das Verhalten des anderen. Du musst dir dieses Axiom vorstellen wie in einem ganz großen Kreislauf, in dem es keinen Anfang und kein Ende gibt. Also beide Kommunikationspartner bewegen sich auf diesem Kreislauf entlang und kommunizieren miteinander. Dabei lenken und beeinflussen sie sich gegenseitig. Und daher sagt das Axiom aus, dass das Verhalten von der einen Person bei der anderen Person einen Reiz auslöst, aber auch eine bestimmte Reaktion. Denn bevor ich mit einer anderen Person eine Kommunikation anfange, muss ich für mich klarstellen, was will ich der Person überhaupt mitteilen und lege meinen Ausgangspunkt fest und hoffe, dass die Person das auch richtig versteht. Da hilft es insbesondere, gut zuzuhören und
zu versuchen zu verstehen, was mir der andere mitteilen möchte, um Missverständnisse zu vermeiden. Legen aber beide Kommunikationspartner andere Ausgangspunkte fest, so werden die Ursache-Wirkungszusammenhänge anders definiert. Also der eine, der meint, auf das Verhalten des anderen zu reagieren, aber der andere, der meint auch, auf das Verhalten der anderen Person zu reagieren, und so entstehen da Missverständnisse. Man spricht also in Wirklichkeit aneinander vorbei und über ganz zwei verschiedene, komplett andere Inhalte. Es entstehen Schuldzuweisungen und man ist gar nicht mehr in der Lage, den Kommunikationsablauf aufrechtzuerhalten und ihn wahrzunehmen. Axiom Nummer 4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Die digitale Kommunikation umfasst die verbale Kommunikation und repräsentiert sich als den Inhaltsaspekt. Also als den Inhalt, den ich meinem Gegenüber mitteile und es eindeutig zu erkennen. Die analoge Kommunikation nutzt hingegen nonverbale Ausdrucksformen wie Mimik oder Gestik und ist daher weniger eindeutig als die digitale Kommunikation. Wenn in einer Kommunikation beide Modalitäten sowohl analog als auch digital übereinstimmen, so sprechen wir von erfolgreicher Kommunikation. Treten hingegen Fehler bei der Kodierung oder bei der Dekodierung einer Botschaft auf, also beim Entschlüsseln der Information, oder bei den Beschlüsseln, so kann es dann zu Störungen kommen. Auch ist dies der Fall, wenn analog und digital nicht übereinstimmen oder mein Kommunikationspartner meine analoge Kommunikation auch anders interpretiert, also wenn er was anderes versteht als das, was ich ihm eigentlich mitteilen möchte. Also für dich ein Beispiel fürs Verständnis, wenn ich zu einem Kommunikationspartner sage, ich freue mich, dass du da bist und breche dabei völlig in Tränen aus, dann ist der andere ja komplett verwirrt. Also in diesem Fall siehst du genau, dass analog und digital nicht übereinstimmen. Die digitale Modalität ist hier zwar eindeutig definiert, dass ich mich freue, ihn wieder zu sehen, aber passt nicht mit meiner analogen Modalität überein. In diesem Fall wäre die Kommunikation als störend zu interpretieren. Axiom Nummer 5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe können symmetrisch oder komplementär sein. In einer symmetrischen Kommunikation sind beide Kommunikationspartner gleichgestellt, also stehen auf derselben Ebene und keiner hat Vorzüge vor dem anderen. Bei einer komplementären hingegen gibt es einen übergeordneten und einen untergeordneten Kommunikationspartner. Zum Beispiel die Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern sind besonders in jungen Jahren dem Kind überordnet und die Kinder passen sich an, da die Eltern für das Wohl des Kindes sorgen. Dieses Verhältnis wird akzeptiert und ergänzt sich gegenseitig. Störungen treten dann auf, wenn versucht wird, in einer komplementären Kommunikation Gleichheit herzustellen, obwohl die Positionen eindeutig definiert sind. Dies führt zu Machtkämpfen untereinander und wird als symmetrische Eskalation bezeichnet. Zum Beispiel, als wenn die Erzieherin sich die gleiche Verantwortung wünscht wie die Chefin. Dieses Ziel ist nicht umsetzbar, da die Chefin der Einrichtung eine viel größere Verantwortung trägt als die normale Erzieherin. Gut ist es auch nicht dann, wenn eine Komplementarität auf eine Dauer aufrechterhalten bleibt, wenn ein Partner, der übergeordnete Partner, an seiner Komplementarität festhält und sich der andere untergeordnete Partner aus seiner Position überhaupt nicht mehr lösen kann. Es ist zum Beispiel normal, dass sich ein Kind zu einer selbstständigen Person entwickelt und keine Unterstützung mehr von den Eltern irgendwann benötigt. Nun hast du gesehen, wie groß Kommunikation ist und wie schnell eigentlich im Alltag Missverständnisse und Streit entstehen können. Wichtig dabei ist es immer wieder, sich selbst zu reflektieren, um Probleme vorzubeugen. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video einige lehrreiche Informationen für dich mitnehmen. Wenn dem Ganzen so ist, dann freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.